Zwei kleine Probleme gab es zunächst heute Abend bei der internen Vereinsfeier des VfB. Zum einen, wie befestigt man die Salatschüssel so, dass sie nicht jeder in die Hand nimmt oder gar klaut? Wobei das Letztere kaum zu befürchten war, es waren ja nur geladene Gäste zugelassen, die meisten aus der Industrie, sogenannte Sponsoren. Das zweite erwies sich auch schnell als ein Scheinproblem. Der Platz in der Vitrine zwischen den Meisterwimpeln von 50 und 52 wird freigemacht für den 84er Wimpel. Bei der Begrüßung ein zufriedener Präsident. Wir alle haben den gestrigen Tag miterlebt, die Fahrt durch die Straßen der Stadt und was uns da an elementarer Freude und Begeisterung begegnet ist, war schon etwas außerordentlich. Und ich glaube, dass es nicht nur mich persönlich bewegt hat, sondern alle, die dabei waren, sehr bewegt waren. Der Karl-Heinz Förster hat vorhin zu mir gesagt, er hätte gar nicht schlafen können, bis um 5 Uhr ist auf dem Balkon gesessen und hat hinausgeschaut, einfach weil er das nicht vergessen konnte, was da sich alles abspielte auf den Straßen. Wir sind Deutscher Meister 1984. Gerhard Mayer-Vohfelder, der rhetorisch geschulte Kultusminister, ist immer für ein Interview und eine Rede gut. Der, der hinter den Kulissen aber alles vorbereitet und organisiert, ist Ulrich Schäfer, ehemaliger Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, Geschäftsführer und Mädchen für alles beim VfB. Stört ihn das, fast immer im Schatten von MV zu stehen? Der Präsident ist der Ehrenamtliche, ich bin der Hauptamtliche. Und es ist so, dass der Präsident eben den Verein repräsentiert. Wir müssen eben da, dass wir für unser Geld, wie es überall ist, eben arbeiten. Und da ist es nicht wichtig, ob er im Vordergrund steht, sondern dass die Arbeit gemacht wird. Ich bin der Geschäftsführer des Vereins und verantwortlich für alles, was hier im Verein abläuft. Vielleicht etwas anders als bei anderen Bundesliga-Vereinen, wo es einen Manager gibt, wo es dazu noch einen Geschäftsführer gibt. Wir haben hier eben alles in Personalunion bei uns und ich bin froh, ich bin auch stolz darauf, dass ich Geschäftsführer des VfB Stuttgart bin. Also Sie sind Manager, Schaffer, Geschäftsführer, alles in einem. Ich bin Geschäftsführer und versuche meine Arbeit gut zu tun. Der Uli Hoeneß hat gesagt, 10.000 Mark im Monat ist ja für ihn keine Diskussionsgrundlage, da fängt es erst bei ihm an. Ist es bei Ihnen auch so? Herr Schmidt, wenn Sie mich über meinen Einkommen ausfragen wollen, möchte ich nichts dazu sagen, aber für mich sind 10.000 Mark sehr, sehr viel Geld. Auf der Trainerebene dieselbe Situation. Helmut Benthaus im Brennpunkt, kaum bekannt, sein Co-Trainer, der frühere VfB-Bundesliga-Profi Willi Entenmann. Wie ist seine Beziehung zu Helmut Benthaus? Ich glaube, wie der Helmut Benthaus schon gesagt hat, dass das Verhältnis nicht nur Co-Trainer, auch Trainer ist, sondern auch schon in Freundschaft übergeht. Und wenn Sie dann ab und zu mal hinter ihm stehen oder im Schatten stehen, stört Sie das? Überhaupt nicht. Ich sehe meine Aufgabe hier in einem anderen Bereich. Zwar haben wir dasselbe Ziel, aber ich lege auch sehr großen Wert auf die Nachwuchsarbeit. Und hier lässt mir der Helmut Benthaus die Freiheit, die ich mir wünsche, und lässt mir diese Möglichkeiten auch, dass ich hier arbeiten kann. Dazu muss ich sagen, ich habe schon einmal geäußert, in der Öffentlichkeit geäußert, wo mit einer Frage an mich herangetreten wurde, ob ich keine Ambitionen habe, mal nach oben einzusteigen. Und ich habe, was soll ich da machen, wenn der VfB den besten Trainer hat?